Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play VR. Ja, ich habe das Spiel gerade frisch auf Steam entdeckt. Und das ist ein Dinosaurier-Spiel. Ja, just another dinosaur game. Aber das Besondere an diesem Spiel und wirklich auch der einzige Grund, warum ich mir das jetzt geholt habe, ist, wir dürfen hier Dinosaurier spielen. Und das finde ich wirklich sehr geil. Also wirklich richtig, richtig geil. Sieht auch ganz... Naja, die Dinosaurier sehen schon sehr nice aus. Der Rest ist hier wie gewohnt Early Access. Das Spiel ist noch gar nicht so lange draußen, also man darf sich hier noch keine Meinung bilden. Ne, das ist jetzt seit Anfang Dezember, glaube ich, draußen. Ist Unreal Engine 4, glaube ich. Ja, die neueste Unreal Engine. Und wir haben hier halt diese Reihe von Dinosauriern. Mehr gibt es hier noch nicht. Es soll später auch nochmal Menschen geben und es wird wohl stetig aktualisiert hier das Ganze. So, ich würde sagen, ich mache daraus jetzt eine Let's-Test-Reihe. Das heißt, ich werde jeden Dino einfach mal vorstellen und dann werden wir gucken, je nachdem, was für Updates kommen. Ich spiele das Spiel auf Epic, das heißt, hier ist alles hochgeknallt. Es ist sehr performant, sieht aber auch noch nicht so toll aus. Außer die Dinosaurier, die sehen ganz nice aus. Und ich würde auch sagen, wir fangen direkt mit dem König an. So, hier haben wir unseren T-Rex. Jetzt können wir hier so ein bisschen... uns das Muster aussuchen, quasi. Ne, Albino fällt ein bisschen zu sehr auf. Ich würde sagen, wir nehmen den hier. Der sieht doch ganz nett aus. So, drücken wir mal direkt auf Start. Und hier ist direkt Action. Hier ist die... Das sind, glaube ich, alle Spieler. Wir müssen diesen großen Bronto da platt machen, glaube ich. Das war ziemlich laut, das Spiel. Ja. Kann ich den essen jetzt? Ist der platt? Der ist platt. Und hier haben wir noch andere Spieler. Sehr geil. Ich schließe mich einfach mal hier mit an. Wir haben gewonnen. Ich hoffe, man versteht mich noch gut. Das ist wirklich gerade sehr, sehr laut. Soll ich den jetzt auch angreifen? Lass mich in Ruhe, mein Freund. Ja, macht mal. Ich renne mal ein bisschen weiter. Ich will nämlich noch ein bisschen schnacken. Das ist mir gerade ein bisschen zu laut hier. Oder? Das ist natürlich jetzt geil, die ersten zwei Minuten und direkt CSS, das ist hier, das ist ein Spieler. Kann ich den jetzt platt machen? Ja. Okay. Dann auf ein neues, würde ich sagen. Also ging, okay, der hat mich platt getreten jetzt. Das ging sehr schnell, muss ich sagen. Was? Was ist das denn? Hau ab! Also ich habe mir auch hier den vollsten Server Der ist tot, guck mal. Den vollsten Server geschnappt. Das ist irgendwie New Yorker Server oder so. Kann ich den jetzt essen? So, also nochmal kurz zur Steuerung. Wir können hier ein bisschen schreien. Wir können so eine Attacke machen. Dann so eine Attacke. Und dann können wir fressen und trinken. Man sieht das jetzt noch nicht. Unten rechts erscheint dann irgendwann so eine Keule und Wassertropfen. So, und mehr machen wir hier derzeit noch nicht. Es gibt... Wer ist das? So, wir müssen jetzt quasi hier einfach, ja, surviven. Und das war's. Der ist doch tot hier, ne? Kann ich den jetzt essen? Was soll der Vogel ist das hier? Geil, jetzt kann ich nachdenken. Also mit E können wir fressen. Das ist auch sehr schön. Wir müssen mal gucken, dass wir... Ja, jetzt sieht man leicht unten... Ich weiß nicht, ob YouTube das jetzt wegrendert. Eigentlich muss man unten links so leicht eine Keule sehen jetzt. Ich weiß auch gar nicht, ob wir das... Muss das sichtbar sein? Ich fresse einfach mal. Ich muss mal gucken, ob das wirklich sichtbar sein muss. Oder ob das weg sein muss. Ne, jetzt ist die Keule wieder weg. Also es darf nicht erscheinen. Und irgendwann ist man dann... Oh, das... Ja, hallo. Hau ab! Ja, frisst du. Hast du verdient. Ja, ihr seht, wir haben jetzt hier gerade Nacht. Es gibt hier wohl auch Tag- und Nachtrhythmus. Das heißt, es wird irgendwann hell. Und den Chat kann man auch nicht ausblenden. Also wenn einer von euch weiß, wenn einer von euch das Spiel kennt und weiß, wie man diesen Chat ausblenden kann, das wäre geil, dann bitte die Kommentare schreiben. Weil man kann hier Steuerung noch nicht einstellen. Man kann hier auch das Audio nicht einstellen in diesem Spiel.
Einzige, was man einstellen kann, ist die Grafik. Und die ist hier auf Epic. Das ist wirklich Epic. Mehr geht hier nicht. Halt die Schnauze. So, und Audio, wie gesagt, kann ich nicht leiser machen. Ich habe es auch mal in der Config versucht, aber ich krieg's einfach nicht leiser. So, aber ich denke, das sollte so noch klar gehen. Man sollte mich eigentlich noch ganz gut verstehen. So, das sind alles Sachen, die so nachgereicht werden. Ne? Wie gesagt, das ist ganz frischer Brei hier. Jetzt geht wohl auch die Sonne gerade auf. Sehe ich jetzt gerade so ein bisschen. Man sieht, hier fehlt noch eine ganze Menge. Aber so, die Dinos finde ich sehr gelungen, auch sehr detailreich. Ich denke, das Spiel könnte Zukunft haben. Was haben wir denn da hinten? Ich weiß auch nicht, wie groß die Karte ist. Die kann wirklich gigantisch groß sein. Es gibt hier keine Map, es gibt hier... Es soll wohl Koordinatensystem geben irgendwie, aber ich habe noch nicht rausgefunden, wie. Und da vorne haben wir wieder so einen Langhals. Langhals, ich bring dich um. So, und wir haben jetzt, glaube ich, hier den Nachteil einfach, dass wir eine riesen Maschine sind. Und sehr träge eigentlich. Ich bin auch schnell aus der Puste. Ist gerade sehr laut hier wieder. Ja. Und wir können halt nicht lange sprinten. Und scheinbar verbrauchen wir auch sehr viel Nahrung. Soll ich den jetzt mal attackieren? Ich weiß nicht, ob das irgendwelche Spieler sind. Aber der, ihr seht ja, der macht einmal, macht der hier... Standing up und dann bin ich platt. Ist nicht schön. Ich brauche ein paar mehr Rexe hier. Wir müssen im Rudel agieren. Weil das ist auch ein Rudel hier. Da haben wir natürlich ein bisschen Arschkarte. Jetzt richtet er sich auf hier. Der Penner. Wir brauchen mehr Raubsaurier. Das sind auch laute Viecher, ne? Meine Herren. Aber ich gehe wohl besser. Es ist nicht mein Weg hier, ne? Wir suchen uns was Kleines, Hilfloses, was wir leicht töten können. Ja, ich hau schon ab. Und irgendwie geht mir auch ständig die Puste aus jetzt. Ich glaube, das ist schon wieder... Ist bald Schluss. Wie so ein kleiner Kalimimus oder so, das weiß ich nicht. Er ist natürlich... Ja, die bleiben im Schutz. Die bleiben im Schutz der Großen. Die Schweinenasen. So, wir brauchen jetzt irgendein kleines Opfer. Oh, die gehen mir gerade tierisch auf den Sack. Ich kann nicht sprinten, ich komme nicht mehr weg hier. Oh, lauf doch schneller. Eigentlich sollte doch jetzt gerade die Sonne aufgehen, aber sieht eher aus einer schlechten Wetter. Ob die hier ein Wettersystem haben, weiß ich gar nicht. Das kann ich nur eigentlich sagen. Weil ich hatte das Spiel ja schon mal kurz angetestet, ob das mit Aufnahme alles funktioniert. Und da war zufällig gerade Tag und da haben wir auch schöne Schatten eigentlich gehabt. Das sah ganz nett aus, aber jetzt ist irgendwie... Ist bewölkt, ne? Wir haben tatsächlich bewölkt. Es ist keine Nacht mehr, so wie es aussieht. Aber ich gehe jetzt mal unten am Wasser was trinken, glaube ich. Da ist doch ein Opfer, oder? Ist da ein Opfer? Nee, ist kein Opfer. Oh, der sprintet... Oh. Wo bist du? Hier irgendwo ist was. Da! Da, guck mal, so ein kleiner ist das. Ist das ein Raptor? Und irgendwas Großes ist hier auch noch. Die kleinen. Das ist ein Raptor gewesen, ne, oder? Ja, du verarschst mich, wenn ich dich. Alter, den krieg ich natürlich nicht. Der ist ein bisschen flotter. Das wäre ein schöner Happen für zu. Ich glaube, der beiße ich einmal rein, ist der kaputt, ne? Aber den musst du erstmal kriegen. Der ist sehr schnell. So, und ich bin erstmal durstig hier. Wir sind durstig. So, und jetzt trinken. Ja. Das Wasser sieht auch eher noch aus wie eine Teerpfütze oder so, würde ich gerade sagen. Sieht ein bisschen merkwürdig alles noch aus. Aber wie gesagt, ist ganz, ganz early. Das dürfen wir verzeihen. Aber so dieses Spielprinzip finde ich ganz nice, muss ich sagen. Weil wer wollte nicht mal gerne in den Dino spielen? Ich finde das geil. So, und wenn der Herr Menschen noch hinzu... kommen mit Waffen und Autos soll das wohl sein. Und mit Basenbau oder so. Finde ich schon geil, wenn man 3-4 T-Rex dann da so eine Base einreißt. Könnte auf jeden Fall, es könnte interessant werden, sagen wir es mal so. Ich hoffe, das verpufft jetzt nicht noch. Aber das ist ja hier alles noch in den Kinderschuhen. Aber wie gesagt, die meisten Early-Spiele, die rauskommen, die verpuffen ja dann irgendwann. Aber das hier ist ein
ist ein neues Prinzip, sage ich jetzt mal. Das ist neu, dass man hier so ein Dino spielen darf. So, ich brauche jetzt, glaube ich, getrunken haben wir. Wir brauchen jetzt was zu essen. Wir brauchen jetzt dringend was zu essen. Und ich weiß nicht, ich höre andauernd Geräusche. Hier müssen irgendwo muss die Nahrung rumlaufen, ne? Da, hört ihr das? Ne, erstmal ankündigen, dass ich komme. Der König kommt. So, mit wem lege ich mich denn jetzt an? Mit den großen brauche ich mich gar nicht anlegen. Ich brauche irgendwie... Ich glaube, NPCs laufen hier auch rum. Ich brauche Nahrung. Ich brauche Nahrung. Jetzt wird... Achso, jetzt ist dunkel schon wieder, oder was? Ne, jetzt haben wir Sternenhimmel. Also Wolkensystem... Ein bisschen Nebel haben wir jetzt da hinten... Gut, Wettersystem haben wir hier scheinbar auch im Spiel. Oh, immerhin, ne? Immerhin haben wir hier Wetter. So, und irgendwie kotzt mich das Vieh... Ich glaube, wir verhungern. Weil ich bin nur noch langsam jetzt. Ich kann auch nicht mehr wirklich lange sprinten. Weil man sieht, die Keule unten, die wird immer heller. Und ich glaube, das ist bald vorbei mit uns hier. Wenn ich jetzt nicht bald was zu fressen finde, dann ist Schluss mit Lustig. Das sieht hier so trostlos aus dahin. Das sieht nicht aus, als wenn es dann noch irgendwie was zu essen gibt. Ich brauche Nahrung. Ich brauche Nahrung. Oder eine Paarung. Ach, der war mies. Ist egal. Obwohl, ob es hier Weibchen gibt und Männchen. Ich weiß gar nicht, was wir hier so sind. Wie kann man sich denn auch selber nachher später hier fortpflanzen? So ein kleines Nest bauen oder so, ne? Ich habe schon wieder ein Kopfkino hier gerade. Ich spinne mir das schon wieder alles zurecht. Guck mal, da ist einer. Ist das ein Kano? Das ist ein Kano, ne? Aber hier ist ein bisschen flotter unterwegs. Ne, dass man denn hier seine Jungen großziehen muss und so, ist schon geil. Totales Kopfkino. Ich brauche Nahrung, ich sterbe gleich. So, irgendwo höre ich doch noch einen hier rumlaufen. Ob ich den, soll ich den umbringen? Soll ich ihn einfach töten jetzt? Mache ich mir gleich einen schlechten Ruf hier, ne? Aber ich komme eh nicht hinterher, das ist Schluss. Ich kipp, glaube ich, gleich einfach um und dann bin ich Futter für die Krabben hier, oder für die Aasgeier oder was weiß ich. Oh. Ja, das ist natürlich scheiße, dass das Vieh hier so träge ist. Ab und zu den Chat sich mal durchzulesen, ist auch ganz lustig. Aber meistens geht er mir auf den Sack. So, ich denke mal, das ist gleich mal ein Experiment, wie lange wir denn hier noch ohne Nahrung auskommen. Ich glaube nicht lange. Jetzt meldet sich auch langsam wieder der Wassertropfen. Aber Fleisch, wir brauchen Fleisch. Wir sind natürlich eine große Tötungsmaschine. Die schwer und groß ist. Ich brauche viel Fleisch. Ich glaube, die haben tonnenweise am Tag gefressen, ne? Sonst packt er das ja gar nicht. Unheimlich hohen Energieverbrauch, glaube ich. Und mit so einem Raptor, vermute ich mal, muss man nicht so oft fressen. Aber die Bäume sehen ja auch lustig aus. Das ist auf Epic, ne? Das ist wirklich auf Epic hier. Also ich kann nichts dafür. Mehr geht nicht im Spiel. Mehr kann man hier nicht rausholen. Oh, es ist hübsch. Doch, die Dinos sehen hübsch aus. Uff! Connection lost. Okay. Gut, versuchen wir einen anderen Server. Ich hoffe, das klappt jetzt. Falls jetzt irgendwie die Aufnahme abrupt endet, ich sage es gleich, dann ist das Game gecrashed. Das ist mir nämlich auch schon passiert. Wenn es jetzt wirklich abrupt aufhört, dann ist das Game gecrashed. Wir haben jetzt, hätten jetzt noch 5 Minuten... Okay, wir versuchen es einfach. Wir wagen es jetzt hier mal.
scheint zu funktionieren. Okay. Wir gehen weiter mit dem T-Rex. Die paar Minuten noch. Nehmen wir mal ein anderes Muster. Nehmen wir mal hier so. Wir müssen auffallen, ne? Da sind wir der Disco-Star. Los! Hier geht schon gleich wieder los. Hallo. Ja, der ist ja hässlich. Er sieht aus, als er gar keine Texturen hat. Aber das ist ja auch ein Gegner, ne? Guck mal, so Vogelstrauß ist. Was ist das denn für ein Vieh? Was ist das? Oh. Nein, nein. Oh, kleiner Raptor, guck mal. Will der mich hier fressen? Lass den Raptor in Ruhe! Na? Ja, lässt du mich in Ruhe? Man kann hier so ein bisschen... Ah, ich vermisse so den Voice-Chat, ne? Das wäre natürlich geiler, wenn wir hier jetzt einen Voice-Chat hätten. Was will der denn? Hau ab! Der ist gar nicht aktiv, ne? Wie es aussieht. Komm, den bringen wir zu Fall jetzt hier. Aus! Kipp um! BMR Dixon, kipp um! Blutet aber. Jetzt hat er es mitgekriegt. Jetzt hat er es mitgekriegt. Er kann sich wehren, aber schön in den Sack beißen. Komm, den bringen wir jetzt. Den bringen wir zu Fall jetzt. Ja! Ja, bitch please. Guck mal, der kleine Raptor auch noch mit rein da. Das ist geil. Das Zusammenschluss der Tiere hier, ne? Das ist fett hier. Die Bremer Stadtmusikanten hier prähistorisch unterwegs. Das ist sehr geil. Das können wir alle so ein bisschen uns dran laben. So, hier sind kleinen Aasgeier überall. Guck mal, da ist noch. Ist der jetzt. Ach, guck mal, der ist als Dings wieder gekommen. Jetzt will er sich rächen. Der ist auch wieder da. Da fände ich jetzt an. Ja, machen die denn einfach gerade? Ja. One Hit. Oh, ich liebe das Spiel. Was hast du für ein Problem? Lass mich doch in Ruhe. Oh, du bist ja gemein hier. Ellie Otto. Was ist das hier? Ich bin jetzt außer Kontrolle. Wir drehen jetzt alle ein bisschen durch hier. Das ist geil, das macht Spaß hier. Hier noch so ein Pflanzenfresser. Hier, ja, das ist recht hier. So ein Leben hier bei uns. Weg damit. Oh. Oh, 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 oh. Alter, der hat ihn ja One-Hit gegeben. Ja, und ich auch. Yeah. Ich bin hier der König. Was hast du für ein Problem? Hau ab. Hab ich den erwischt? Den hab ich nicht erwischt. Candyman hier. Komm. Stupid Captain. Was willst du jetzt? Hau ab, ich bin Einzelgänger. Ich will nicht mit dir spielen. Ja, ich hab dich auch lieb, aber du bist mir zu anstrengend, mein Freund. Du bindest dich zu schnell. Ich möchte nicht mehr. Ich möchte nicht mit dir. Was ist das da hinten eigentlich? Kann ich da runterspringen? Sieht so nach Level. Folgt er mich jetzt? Ich kann deine Liebe noch nicht ertragen. Ich habe das Ende der Welt gefunden. Ich weiß nicht, ob ich da reinspringe. Nein, ich lasse es lieber. Ja, gut, dann wäre es das erstmal. Die erste Folge. Wir machen dann weiter mit dem nächsten Dino und das in der nächsten Folge. Wenn euch das Let's Play hier oder das Let's Test gefallen hat, dann lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Und ja, bis dann. Das war euer Martin. Tschüss.